So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu DVD et Impera. Ein Spiel von Tommaso Battista, einer der beiden Autoren von Wasserkraft, was ich ja auch sehr, sehr gerne mag. Und der hat jetzt ein Area Control Eurogame rausgebracht. Da war ich natürlich auch erstmal gespannt mit diesen 3D-Landschaften und so. Das sieht schon mal echt ganz schick aus. Hat so Postapokalypse als Szenario, irgendwie so die Zukunft in 50 Jahren. Alles irgendwie so mit so einer Schneelandschaft bedeckt. Wir spielen in London. Es gibt irgendwie die Leute, die in der Zitadelle hausen, das sind die, die die Lebensmittel und Medikamente horten und die halt dann dementsprechend immer andere Gruppen losschicken, dass die für die Stuff besorgen, und wir spielen halt hier auch so eine Gruppe und müssen halt uns hier in diesem New York rumschlagen. Und hier seht ihr das Spiel einmal aufgebaut, das sieht man jetzt von oben gar nicht so sehr. Das hier sind wirklich so 3D-Landschaften, die man auch vorher echt mühselig zusammenkleben muss, aber ne, das ist wirklich so, also es ist natürlich relativ flach, aber das macht, wenn man direkt davor sitzt, schon gut was aus. Das hier ist halt so dieses London, wo es so verschiedene Stützpunkte gibt, wo teilweise Ressourcen rumliegen, wo auch halt diese Gebäude sind, die eben auch wirklich eine unterschiedliche Höhenstufe haben und dadurch auch wirklich ein Hindernis darstellen. Und wir haben hier halt einen so einen Clan, der hat einen Anführer, wir haben hier unser Tableau und wir spielen insgesamt 4 Runden lang. Am Ende jeder Runde gibt es halt hier in dem Fall immer 2 Ziele, von denen man sich eins aussuchen kann, das man werten möchte, und wer einfach nach 4 Runden die meisten Punkte gemacht hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Und man bekommt einen großen Teil der Punkte für diese Ziele, aber am Spielende bekomme ich auch noch Punkte dafür, dass ich Stützpunkte kontrolliere, dass ich mir bestimmte Eigenschaften freigeschaltet habe, für übrige Ressourcen bekomme ich Punkte und für Karten, die ich mir im Spielverlauf kaufe, bekomme ich auch noch mal extra Punkte, das, was hier oben drauf steht. Wir fangen hier schon mit so einem Kartendeck an und auch im Spiel sind die Informationen wirklich immer offen. Man sieht, welche Optionen man selbst hat, welche Optionen die Mitspieler haben. Es gibt ja eigentlich fast keinen Zufall drin, außer dass man nicht weiß, welche Karten hier vom Nachziehstapel aufgedeckt werden, wenn man hier Karten aus der Auslage kauft. Und tatsächlich spielt sich das Spiel auch sehr elegant runter. Wenn man dran ist, spielt man einfach erst eine Karte, handelt die Symbole darauf ab, macht halt die Aktionen dann. Dann spielt man noch eine Karte, dann war das mein Zug, dann ist schon der nächste Spieler dran. Dann hat man danach wieder eine Runde, wo man eben bis zu 2 Karten spielt. Und jetzt kommt schon was, was ich bei diesem Spiel echt grandios gut finde, wo ich mich frage, warum machen das nicht noch mehr Area Control Spiele? Weil bei vielen Spielen ist es ja so, ne, man will nicht Erster sein in einer Runde, man will möglichst Letzter sein, damit man noch viel Einfluss darauf nehmen kann. Und hier ist es eben auch so, es gibt hier teilweise Ziele, wo ich vielleicht Kontrolle über blaue Stützpunkte haben muss. Und dann ist es ja doof, wenn ich in der Runde Erster bin, weil ich gehe dahin, hole mir die Kontrolle und dann kommt der irgendwie anders, nimmt es mir wieder weg, nur weil er später dran war. Und hier gibt es halt diesen tollen Kniff, dass wir hier so individuelle Fähigkeiten haben, die wir eben auch freischalten können, wenn wir die Voraussetzungen erfüllt haben. Wenn ich 2 grüne Stützpunkte kontrolliere, wenn ich 2 blaue Stützpunkte kontrolliere oder wenn ich 2 rote Stützpunkte kontrolliere. Und das wird immer nach der zweiten Runde geprüft. Wenn ich nach Runde 1 2 Stützpunkte kontrolliere, ist das komplett egal. Wenn ich nach meinem zweiten Zug es geschafft haben sollte, mich hier irgendwie auszubreiten, hier Leute habe, damit die Kontrolle über diese Stützpunkte übernehme, hier diese Marke habe, damit ich nicht immer auf dem Spielplan gucken muss, wie viel ich kontrolliere, dann gucke ich einfach, jetzt nach dem Zug habe ich es geschafft, damit darf ich jetzt diese Fähigkeit hier freischalten, habt ihr jetzt für den Rest der Partie zur Verfügung, selbst wenn mir die Stützpunkte im nächsten Zug wieder abgenommen werden. Wenn da jetzt irgendwer kommt und sagt, hier, ne, ich habe da jetzt mehr Leute, du musst das wieder abgeben, du hast gar nicht mehr die Kontrolle. Ich habe das am Ende meines Zuges werten können, freigeschaltet. Wenn mir das wieder jemand wegnimmt, ist mir das fast egal. Und genauso ist es mit diesen Zielen, die wir am Rundenende erfüllen müssen. Ne, hier zum Beispiel, Kontrolle über blaue Stützpunkte haben. Wenn ich jetzt irgendwie hier wäre und hätte da jetzt die Kontrolle über diese Stützpunkte und hier hätte ich es vielleicht ganz knapp nicht geschafft, weil ich da nicht hochgekommen wäre, dann würde ich jetzt eben gucken am Ende der Runde, angenommen wir sind hier in Runde 3, ne, das hier ist der Rundenmarker, jetzt möchte ich gerne Mehrheiten bei Blau werden, ne, vielleicht hat der andere Spieler hier auch einen drin, aber ich habe jetzt trotzdem die Mehrheit, weil ich einfach, ne, mehr Figuren da drin habe, und dann würde ich jetzt eben gucken, ich kontrolliere hier 2 Stützpunkte, würde mir auch hier die entsprechenden Marker nehmen und dann würde ich jetzt eben die Punkte dafür bekommen, also in dem Fall, ne, 3 Punkte pro blauen Stützpunkt, den ich kontrolliere, also 6 insgesamt, und wenn dann der nächste Spieler in seinem nächsten Zug hier noch Einheiten reinbringt und mir diese Stützpunkte wieder wegnimmt, dann kann er die auch werten, kriegt er auch Punkte für, aber er konnte mir es nicht komplett wegnehmen. Natürlich führt das dazu, dass ich trotzdem das gerne so vorbereiten möchte und so Einheiten da positionieren möchte, dass er da gar nicht reinziehen kann, dass er das nicht werten kann, dass er vielleicht was anderes werten muss. Aber wie gesagt, es kann mir keiner wegnehmen und natürlich, trotzdem habe ich als Startspieler einen Vorteil, ich komme da jetzt erst da rein, ich baue die Hürden für alle anderen Spieler auf, aber das ist eben, wie gesagt, eine absolut große Stärke. Und jetzt auch hier, ne, in dem Beispiel, hätte ich jetzt ja 2 Marker, ich würde 2 blaue Stützpunkte kontrollieren und ich habe diese blaue Eigenschaft ja noch nicht freigeschaltet.
das bringt mir jetzt gar nichts. Ich muss das jetzt tatsächlich noch 2 Runden halten oder es auch irgendwie abschenken, aber in dem Zug, in meinem nächsten, zweiten Zug in einer Runde, dann muss ich diese beiden blauen Marker haben, dann muss ich die beiden Stützpunkte kontrollieren und dann darf ich diese Fähigkeit freischalten. Dadurch kriege ich halt eine individuelle Fähigkeit, ne, die ist auch in jeder Partie anders, die werden immer zufällig ausgeteilt und ich kriege da im Spiel einfach noch Punkte für. Die Spiele können sehr, sehr knapp sein. Die letzte Partie habe ich mit 3 Punkten Rückstand verloren und wenn man dann hier, ne, wenn ich eine Fähigkeit freischalte, bekomme ich 1 Punkt, für 2 Fähigkeiten bekomme ich dann schon 3 Punkte und wenn ich alle 3 Fähigkeiten freigeschaltet habe, bekomme ich 6 Punkte. Und dieses Konzept, ne, nach dem eigenen Zug einfach diese Wertung machen. Super, super gut. Liebe Spieleautoren, wenn ihr zuguckt und ihr macht Area-Control-Spiele, überlegt, wie ihr sowas einbauen könnt. Das nimmt super viele Schwächen aus dem Spiel raus. Einzig, ganz am Ende kann man sagen, ist es vielleicht eine Schwäche, weil wenn wir jetzt zu zweit spielen und der erste Spieler hat seinen Zug gemacht, macht er auch danach seine Abrechnung, weil er auch wieder Punkte bekommt, dafür, dass er Stützpunkte kontrolliert und ich kann ihm die natürlich wegnehmen und bekomme da auch Punkte für. Und ne, deswegen wird das da schon abgerechnet. Aber das führt natürlich dazu, dass seine Punkte bekannt sind. Ich sehe dann, wie viele Punkte ich hinten bin. Ich kann dann gucken, wie viele Punkte mache ich in der Runde oder wie viele Punkte habe ich auch am Anfang meines letzten Zuges. Kann dann gucken, welche Möglichkeiten habe ich und das kann man dann gemeinsam durchgehen. Man muss den letzten Zug gar nicht mehr spielen. Hat aber auch gleichzeitig den Vorteil, in vielen anderen Partien sitzt man halt in der letzten Runde da und überlegt, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, ich kann das machen, was mache ich jetzt davon? Hier kann man es auch einfach gemeinschaftlich durchgehen und feststellen, okay, du kannst noch gewinnen oder nein, du kannst nicht gewinnen. Also das hat bisher noch nie gestört und auch in der letzten Partie, wo ich echt krass hinten lag noch, ich hatte glaube ich 20 Punkte Rückstand, ich konnte dann schon gucken, okay, die und die Punkte mache ich noch alle, ich habe aber irgendwie immer noch 4 Punkte Rückstand, wie kriege ich das jetzt mit den 2 Aktionen hin? Und ne, dann hätte ich halt hier was genommen, dafür Ressourcen abgegeben, hätte dann da wieder irgendwie Punkte für verloren, weil Ressourcen auch Punkte wert sind. Ich habe es einfach nicht geschafft, das noch aufzuholen, aber habe ich gesagt, okay, na, ich komme hier auf so und so viele Punkte, gut gespielt, Glückwunsch. Wie gesagt, das sind schon Sachen, die bei diesem Spiel wirklich gut sind und das sind Entscheidungen, Designentscheidungen, die einfach in anderen Area-Control-Spielen auch auf jeden Fall vorhanden sein sollten. Aber nach all den Vorschusslorbeeren gucken wir uns das vielleicht auch nochmal ein bisschen im Detail an. Wir haben hier diesen Spielplan. Der besteht aus einem 3x3-Raster. Wenn wir mit mehr Leuten spielen, dann haben wir halt eben auch 3x4 oder 4x4 bei bis zu 4 Spielern dann. Es gibt einen Grundaufbau, den man machen kann. Ich würde euch aber raten, setzt ihn einfach immer wieder neu zufällig zusammen nach der ersten Kennenlernpartie. Das hat nochmal einen ganz anderen Impact, wenn man davor sitzt und das komplett anders aussieht als beim letzten Mal. Gerade durch diese 3D-Elemente, das macht schon gut was her. Ne? Wir haben ja auch verschiedene Höhenstufen, wo man halt auch teilweise hoch muss, um sich hier Ressourcen zu holen. Die wertvollen Energieressourcen sind halt hier auf einer höheren Ebene. Da muss man erstmal hinkommen, indem man zum Beispiel irgendwie einen Fahrstuhl dahin baut. Wir haben halt hier die Region mit dem Zelt. Das ist die neutrale Region, wo wir alle anfangen. Da liegen dann eben auch schon mal teilweise in den Gebieten einfach Ressourcen rum. Alles, was so grafisch gleich ist, ist ein Gebiet. Sprich, das ist ein Gebiet, das ist ein Gebiet, das ist ein Gebiet. Das hier ist ein Gebiet, das ist ein Gebiet. Das hier, ne, das war jetzt eine Brücke drüber, aber das ist quasi auch ein großes Gebiet. Das hier ist ein Gebiet, das ist ein Gebiet und es ist auch egal, wo da die Ressourcen liegen. Das zählt einfach so, als würden die hier in diesem Gebiet liegen. Die könnte man hier eben auch stapeln. Wir haben dann eben diese Stützpunkte, die jetzt am Anfang ja noch keiner kontrolliert, wo man einfach sein möchte und das ist eben auch so, wenn man da ist mit einer Figur und eine Mehrheit hat, dann kontrolliert man die Stützpunkte. Wenn irgendjemand anders da die Mehrheit hat, dann kontrolliert der den Stützpunkt halt und wenn man eben dann auch weggeht und den Stützpunkt alleine lässt, verliert man die Kontrolle über diesen Stützpunkt auch wieder. Hier an der Seite zählen wir einfach die Punkte. Im Schnitt, wir haben bisher in unseren Partien immer so 50 bis 60 Punkte. Mit mehr Spielerfahrung kann man da sicher auch noch mehr rausholen. Jeder Spieler hat hier so ein eigenes Spielertableau, wo wir zum einen einen Anführer haben, der dann halt eine Fähigkeit hat. Meiner zählt immer plus 3 Stärke für Mehrheiten und so. Wir haben dann halt zufällig hier so ne, Besonderheiten in jeder Farbe bekommen, die wir, wie gerade erklärt, freischalten können. Wir haben schon Startressourcen, wir haben hier Marker, mit denen wir dann eben diese Ziele hier werten können und hier spielen wir schließlich unsere Karten hin, plus wir haben eben auch schon ne, Einheiten im Vorrat und wir haben eben auch schon so ein Kartendeck ausliegen. Das Kartendeck ist auch leicht asymmetrisch. Ich habe die Fraktion, die zum Beispiel 2x bauen kann. Alle anderen Fraktionen können nur einmal bauen, können sich dafür vielleicht mehr bewegen, mehr Ressourcen sammeln, mehr Einheiten ins Spiel bringen. Da muss man auch immer ein bisschen gucken, wo liegt so die Stärke meiner Fraktion und wie passt das halt mit den Zielen zusammen, die halt hier oben ausliegen und die auch schon so eine Triebfeder des Spiels sind. Ne, man guckt halt in Runde 1, ne, würde jetzt zum Beispiel es einfach Punkte bringen, wenn ich so Energiemarke habe oder wenn ich viel gebaut habe. Ne, wir haben hier so Zelte, die wir bauen können, da können wir Einheiten draus spawnen. Wir haben so Fahrstühle, die wir irgendwo hinbauen können, womit wir Höhenunterschiede überwinden können, um hier zum Beispiel, ne, das, wie gesagt, von oben ist es jetzt natürlich sehr flach, aber wo wir dann hier zu diesem Außenposten hinkommen oder wir können eben auch teilweise einfach Brücken bauen, um vielleicht da irgendwie drüber zu gehen und wenn ich halt viel baue, dann bekomme ich halt einfach
2 Punkte pro Gebäude, das ich im Spiel habe. Da ich schon mal 2 Baukarten habe, wäre das für mich vielleicht ein gutes Ziel. Da müsste man eben auch in die Auslage gucken, ob da vielleicht auch irgendwas liegt, wo man bauen kann. Ist jetzt nicht der Fall, aber für mich wäre zum Beispiel die Karte hier jetzt auch sehr spannend, weil damit kann ich eine Aktion, die ich ausgespielt habe, nochmal wiederholen. Sprich, wenn ich die Karte bekomme, könnte ich sogar 3-mal bauen und könnte hier dann 6 Punkte rausholen. Das wäre vielleicht schon echt ganz gut. Alternativ könnte ich jetzt eben auch gucken in Runde 1, dass ich möglichst viele von diesen Energieressourcen bekomme, die immer auf einem höheren Stockwerk sind. Und es ist gar nicht so einfach, da ranzukommen, weil um mich da hoch zu bewegen, muss ich erstmal so einen Fahrstuhl bauen, dann brauche ich halt Bewegungspunkte, um da hochzugehen, dann brauche ich wieder Aktionen, um irgendwie zu sammeln und dann kann eine normale Fraktion noch gar nicht noch mehr bauen. Das heißt, um hier irgendwie an noch mehr Ressourcen ranzukommen, braucht man schon vielleicht Zugriff auf so eine Drohne, die das kann, die hat man aber auch nicht immer im Spiel. Das heißt, mit der Karte am Anfang bekommt man wahrscheinlich maximal 4 Punkte dafür. Wenn diese Karte jetzt aber ganz am Ende in Runde 4 liegt, dann kann ich halt auch ewig Ressourcen sammeln, mir vielleicht auch eine Engine aufbauen, mit der ich zum Ende wirklich viele Ressourcen sammeln kann. Ich darf zwar nur maximal 10 Ressourcen haben, aber wenn ich es hinbekomme, am Spielende davon 10 Stück zu haben und dann damit 30 Punkte zu machen, weil ich halt 2 bekomme, weil es hier ganz hinten liegt, und ich auch nochmal eine Ressource einfach am Spielende dafür bekomme, dann ist das schon ein großer Anteil an Punkten, wenn ich es zwischendurch noch geschafft habe, anders, durch Karten und durch andere Ziele Punkte zu machen. Also, wo die Ziele hier liegen, hat immer nochmal einen krassen Impact auf das Spiel. Und das sind so eben die beiden Optionen für die erste Runde. Und ich kann dabei auch schon mal so ein bisschen im Hintergrund haben, wofür gibt es später Punkte. Wie das hier verteilt liegt und welche Ziele da ausliegen, ist eben auch in jener Partie wieder unterschiedlich. Es gibt noch mehr Zielkarten. Man kann auch eine Variante spielen, wo man die untere Reihe weglässt, dass wir uns also wirklich immer um die Ziele battlen, dann wird es noch härter. Es gibt viele optionale Regeln, die das Spiel auch durchaus noch interessanter machen können. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einfach Stützpunkte, die ich kontrolliere, bringen mir 2 Punkte oder Präsenz bei Blauen bringt mir 2 Punkte. Und da kann man jetzt auch schon mal gucken, Präsenz bei Blauen ist vielleicht ganz gut, einfach nur da sein, ich muss nicht die Mehrheiten haben und in der nächsten Runde würde es Punkte geben, wenn ich die auch noch kontrolliere. Das heißt, das kann ich natürlich auch schon versuchen, über mehrere Runden vorzubereiten und das ist eben das Schöne, immer am Ende meiner Runde gucke ich einfach, habe ich was hiervon erfüllt, wie gut habe ich es erfüllt und dann kann ich es werten. Wenn ich möchte, kann ich auch ein Ziel aus einer späteren Runde werten. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel geschafft haben sollte, in Runde 2 schon alle 3 blauen Stützpunkte zu kontrollieren, wie auch immer ich das hinbekommen habe, aber es ist technisch gesehen möglich, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte dann eben in der Runde dieses Ziel erfüllen, bekomme dann meine 9 Punkte für, dann möchte ich natürlich in Runde 3, falls der andere Spieler es noch nicht gewertet hat, versuchen zu verhindern, dass er es eben auch wertet und es ihm vielleicht schwer machen, kann mich aber auf andere Ziele konzentrieren, wobei natürlich ein späteres Ziel zu werten automatisch bedeutet, dass ich in der Runde vielleicht eines von diesen Zielen hier werten muss, das ich vorher noch nicht gewertet habe und wenn ich ein Ziel später werte, gilt immer nur der untere Bereich und dann ist es halt schwächer. Würde ich halt erst in der 4. Runde die Stützpunkte werten, würde ich nicht mehr 3 Punkte pro Stützpunkt, den ich kontrolliere, bekommen, sondern nur noch 2 Punkte pro Stützpunkt. Also auch da muss man immer schon mal so ein bisschen gucken, gibt es da irgendwelche Synergien zwischen den Zielen, wie gut passt das mit meinen Fähigkeiten zusammen, vielleicht auch welche Karten kann ich mir dafür holen, weil es gibt hier eben auch teilweise Karten, die mir, wenn ich Stützpunkte in bestimmten Farben kontrolliere, Punkte bringen und da muss ich natürlich auch schon mal gleich am Anfang der Partie gucken, welche Karten liegen hier aus. Ist hier vielleicht viel mit blauen Stützpunkten oder viel mit grünen Stützpunkten? Was liegen da für grüne Karten aus? Bringen die mir was bei dem Board-Setup mit meiner Fraktion, mit meiner Spezialfähigkeit, mit meinen Sonderfähigkeiten, die ich habe? Also, da steht Kenner drauf. Das ist definitiv kein Expertenspiel, aber schon ein Spiel im gehobenen Kennerbereich. Und was ich auch super spannend daran finde, ist, die Informationen sind alle offen. Das ist quasi so ein bisschen schachmäßig. Und wenn ihr euch mein Video zu Cthulhu Wars angeguckt habt, die Duel-Version, wo man ja auch zu zweit quasi so eine Art Schach spielt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist wirklich eine Katastrophe und die Befürchtung hatte ich hier auch erst, aber es funktioniert wunderbar. Ich habe leider bisher alle Partien zu zweit gespielt. Leider deswegen, weil die zwar sehr viel Spaß gemacht haben. Mich aber sehr interessieren würde, wie die Dynamik mit mehr Spielern ist auf einem größeren Spielfeld. Ich habe ein bisschen Angst vor der Downtime. Ich glaube, ich würde es erstmal, wenn ich es mit mehr Spielern spielen würde, mit allen zu zweit spielen. Und wenn die das dann alle mindestens einmal gespielt haben, mich dann hinsetzen und das Ganze eben mit 3 oder 4 Personen spielen. Ihr wollt, glaube ich, keine Erstpartie bei dem Spiel mit 4 Leuten spielen, wo es halt die Leute alle noch gar nicht kennen. So, und das war jetzt schon mal so ein
Überblick über das alles, was wir hier sehen. Wie funktioniert das mit den Zielen? Was hat das hier mit dem Playerboard auf sich? Das Brett hier. Aber wie sieht das jetzt im Detail aus? Wie mache ich Züge? Was für Aktionen kann ich machen? Wie gesagt, am Anfang stehen wir einfach nur mal hier, haben noch nichts gebaut. Und einer meiner Züge könnte jetzt so aussehen, dass ich einfach sagen würde, okay, ich möchte gerne diese Karte hier spielen, die einfach sagt, ich kann mich zweimal bewegen. Ne, dann würde ich die eben hier hinlegen. Und jetzt dürfte ich halt einfach sagen, okay, ich würde gerne jetzt den ganzen Trupp hier vielleicht in diese Region bewegen. Und dann hätte ich noch eine Bewegung. Das heißt, das ist jetzt wieder eine neue Instanz. Da könnte ich jetzt sagen, ich lasse den hier zurück und bewege nur die beiden. Jetzt nochmal die zweite Bewegung. Und dann sind die jetzt ja quasi in diesem Feld, wo einfach nur eine Brücke drüber liegt, aber das unterteilt das Gebiet nicht. Und dann, ne, dadurch, dass der hier halt eine Stärke von 3 hat, mache ich es diesem Spieler schon mal schwieriger, sich hier rauszubewegen. Und ich würde jetzt dieses Feld hier kontrollieren. Ich hätte aber auch sagen können, dass ich einfach zum Beispiel die jetzt hier quasi einmal mit einem Fuß bewege. Und hier gibt es halt nicht so spannende Sachen, zwar schon so ein paar Ressourcen, die hätte ich gerne, aber hier, wo es die Stützpunkte gibt, das hätte ich noch deutlich lieber. Also bewege ich den ganzen Trupp nochmal hier hin. Ich habe hier 2 Bewegungsschritte verbraucht. Die Ressourcen hier sammle ich nicht automatisch ein, da brauche ich eine Aktion für, aber diese beiden Außenposten kontrolliere ich. Das hier ist natürlich auch noch nicht freigeschaltet, also lege ich jetzt einfach die Marker hier hin. Das ist auch ganz gut, damit man nicht immer zählen muss und einfach schnell sehen kann, wie viel kontrolliert man. Und das war jetzt meine erste Aktion. Ich könnte jetzt noch eine zweite Aktion machen und ich könnte zum Beispiel auch gucken, ob ich hier eine Karte kaufen möchte. Wenn ich eine Karte kaufen möchte, mein Kartendeck bleibt eigentlich immer gleich groß, dann muss ich eine von meinen Karten nehmen, drehe die um. Und am Ende der Runde kommt er hier in diese Trash Area, das heißt, die habe ich dann nicht mehr zur Verfügung, bekomme aber eine neue Karte. Und hier oben steht immer drüber, was die Karten kosten. Die kostet zum Beispiel 3 von diesen runden Ressourcen, die hier 2, die 3 und die kostet 3 von diesen Energieressourcen. Das hier unten sind die Schwarzmarktkarten, die sind meistens ein bisschen geiler, aber auch oftmals natürlich teuer, man kommt da nicht so leicht ran. Hier gibt es jetzt natürlich auch noch mehr Karten, die man sich holen kann, aber um sich diese Karten holen zu können, braucht man nicht mehr Ressourcen, man muss entsprechend Außenposten kontrollieren. Das heißt, um diese Karte hier kaufen zu können, muss ich einen blauen Außenposten kontrollieren. Um diese Karte hier kaufen zu können, muss ich 2 Außenposten kontrollieren. Genauso ist es hier. 2 rote, 2 grüne, 1 grün, einen roten. Und ich habe ja jetzt gerade einen blauen Außenposten, den ich kontrolliere, und einen grünen. Das heißt, ich hätte Zugriff auf die beiden Karten und auf die beiden Karten. Und ich, ja, das ist die einzige Karte, die ich mir kaufen könnte, weil ich dafür die entsprechenden Ressourcen habe. Das heißt, das kann und will ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen, also würde ich keine Karte kaufen, aber wie gesagt, so würde das Kartenkaufen normalerweise funktionieren. Und die Karte, die man hier hingelegt hat, kommt nachher hier in diesen Trash-Bereich, da bleibt die liegen, weil es kann auch sein, dass man nachher Punktekarten irgendwie wieder durchtauschen möchte, die verliert man nicht. Also das ist auch ganz einfach, ganz elegant gelöst. Wichtig nur, man darf pro Zug nur einmal eine Karte kaufen, ich darf nicht 2 Karten hier verdeckt hinspielen und mir dann hier entsprechend viele Karten kaufen. Aber oftmals will man Karten auch deswegen kaufen, weil man hat hier Ressourcen. Die Ressourcen haben am Ende des Spiels dann durchaus auch einen Wert, aber oftmals ist der Kurs, wenn ich hier zum Beispiel für 2 von diesen runden Ressourcen würde ich halt einen Punkt bekommen, das heißt für 3 Ressourcen würde ich nur einen Punkt bekommen, gebe ich die 3 Ressourcen aber für diese Karte aus, bekomme ich 3 Punkte dafür, habe aber natürlich meine Punkteausbeute deutlich verbessert und wie gesagt, oftmals bringt mir natürlich die Funktion der Karte was, manchmal will ich aber auch einfach nur Punkte haben oder eine Karte, die das gleiche macht wie eine Karte, die ich schon habe, vielleicht ein bisschen besser, einfach durchtauschen, weil die Grundkarten bringen mir einfach, gar keine Punkte, da steht nichts an Punkten drauf, aber wenn ich mir dann später vielleicht diese Karte hier kaufen würde, dann wäre die einfach 2 Punkte wert und schon hätte ich das verbessert. Das würde ich vielleicht machen, dass ich halt die Karte hier weggebe und mir dann die Karte dafür hole, die bringt mir noch einen Bonus, wenn ich dementsprechend rote Stützpunkte kontrolliere. Sprich, das würde ich jetzt nicht machen, aber ich würde vielleicht einfach diese Karte hier aufspielen. Da sind 2 so Greifhaken drauf. Das heißt einfach, ich kann Ressourcen sammeln. Das ist wichtig. Das kann ich nur machen, wenn ich die Mehrheit in einer Region habe. Wenn ich brauche die Mehrheit einer Region, um zu sammeln und um mich da rein zu bewegen. Ich muss entweder vorher die Mehrheit einer Region haben, um mich da rein zu bewegen, oder ich muss sie nach der Bewegung haben. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie hier wäre mit diesen beiden Einheiten, dann dürfte dieser Spieler nicht einfach nur die beiden Einheiten hier reinbewegen, weil er hätte dann nicht die Mehrheit da drin. Er darf auch nicht durchgehen. Er muss so viele Figuren reinbewegen, dass er die Mehrheit hat und dann könnte er jetzt eben auch die Figuren durchaus wieder da rausziehen. Und was eben auch noch wichtig zu wissen ist, es ist ein Area-Control-Spiel und die leben so hier mit Figuren auf dem Spielfeld, die sich durch die Gegend bewegen. Es gibt nicht viele Optionen, Figuren aus dem Spiel zu nehmen. Es gibt so diese Drohne hier, die kann das und eine Upgrade-Technologie kann das auch und das wirkt erstmal total krass. Du kannst eine Person rausnehmen. Das ist gar nicht so mächtig. Ich habe schon Partien gehabt, wo das fast gar nicht genutzt wurde, aber das ist ja auch ungewöhnlich bei dieser Art von Spielen. Aber wenn ich jetzt hier stehe und ich spiele diese Karte, könnte ich jetzt eben einfach 2 mal eine Ressource einsammeln, wenn ich die Mehrheit habe und ich habe da Einheiten.
wenn es so wäre, dass ich vielleicht irgendwie ne, so verteilt wäre, weil ich den da stehen gelassen habe und spiele diese Karte, könnte ich einfach hier eine Ressource sammeln und hier eine Ressource. Oder wenn ich es vielleicht auch geschafft haben sollte, hier irgendwie hochzukommen, dann, oder wenn ich auch schon hier wäre, könnte ich jetzt sagen, okay, zwei wertvolle Ressourcen, ich habe da ein Männchen, ich habe diese Karte, zack, ich nehme einfach mal diese beiden Ressourcen weg. Doof ist natürlich, wenn ich mich da hingestellt habe und ich nächste Runde diese Karte spielen möchte und dann kommt mein Mitspieler an, klettert da hoch, nimmt die Ressourcen weg und dann stehe ich da. Das ist natürlich super ärgerlich, weil ich ne, kann halt insgesamt drei, also zweimal drei, sechs Karten eine Runde aufspielen, habe halt vier Runden Zeit, da möchte ich auch wirklich jede Aktion so effizient wie möglich nutzen. Jetzt habt ihr gesehen, bewegen super einfach, Ressourcen sammeln auch nicht wirklich kompliziert, dann wäre vielleicht mein Mitspieler dran, würde irgendwas machen, der könnte vielleicht die Aktion hier aufspielen mit diesen Gesichtern drauf, heißt einfach, er darf neue Einheiten ins Spiel bringen. Also könnte er jetzt ne, hier zwei Einheiten spawnen, hier ist halt so ein neutrales Zelt, da können wir alle Einheiten spawnen und dann könnte er eben auch noch sagen, er möchte sich gerne zweimal bewegen, würde dann eben gucken, ne, er hat hier jetzt ja insgesamt eine Stärke von ne, drei und hier zählt auch nur einen der Anführer hier, also sechs. Ich habe hier eine Stärke von 5, also könnte er sich jetzt einfach da rein bewegen, ne? Könnte zack, zack, da hingehen, dann würde er jetzt eben auch in der gleichen Region stehen, würde mir eben dann auch hier die Mehrheit wegnehmen, dann würde er halt diese Marker bei sich hinbekommen, ich hätte die Kontrolle über diese Stützpunkte verloren, was vielleicht gar nicht so gut wäre, weil ich das hier noch freischalten möchte. Und das ist auch schon alles, was man hier macht, die Aktion heißt einfach einrücken, neue Einheiten spawnen. Aber man will ja vielleicht nicht nur hier Einheiten spawnen, das heißt, wenn ich jetzt wieder dran wäre, ich bin ja die Fraktion, die zweimal bauen kann, dann könnte ich eben diese Karte hier spielen, da ist so ein Bausymbol drauf, heißt einfach, ich kann jetzt eine meiner Strukturen bauen, sprich entweder Brücken, das geht natürlich nur, wenn ich irgendwo oben bin oder hier so Aufzüge oder Zelte, mit denen ich dann neue Einheiten spawnen kann. Sprich, das kostet auch keine Ressourcen oder so. Ich könnte jetzt einfach diese Karte hier auf den zweiten Slot spielen. Dann könnte ich zum Beispiel hier ne, angrenzend an ein Gebäude diesen Fahrstuhl bauen. Und jetzt habe ich danach eben ja noch eine Bewegungsaktion, eine Rekrutierungsaktion oder eine Sammelnaktion. Also könnte ich jetzt einfach zum Beispiel diese Figur hier hochbewegen. Und wenn ich jetzt noch die Möglichkeit hätte, zweimal zu sammeln, also ich nicht diese Karte vorher gespielt hätte, dann könnte ich jetzt hier diese beiden wertvollen Energieressourcen aufnehmen. Und so einfach funktioniert Bauen. Das heißt einfach gucken, in welcher Region bin ich. Da brauche ich auch ausnahmsweise nicht die Mehrheit für. Das kann ich auch machen, wenn mein Mitspieler da mehr Figuren hat als ich. Was eben auch wichtig ist, weil vielleicht sage ich ja, okay, ich möchte diese Karte spielen. Ich würde hier jetzt richtig gerne ein Zelt hinbauen, weil hier gibt es noch ein paar Ressourcen. Hier gibt es zwei Schützpunkte, die später im Spielverlauf auch noch wichtig sind. Wäre schon gut, wenn ich da Einheiten ins Spiel bringen kann, auch wenn ich nicht die Mehrheit da habe. Also habe ich jetzt einfach ein Zelt hier reingebaut. Das liegt jetzt auch wieder in dem ganzen Gebiet. Und jetzt könnte ich halt so eine Rekrutierungsaktion machen. Das heißt, ne, einrücken, ich könnte jetzt hier noch eine Figur hinbringen und da der eine Dreierstärke hat, habe ich jetzt eben auch eine Stärke von 6 hier und er hat ja eben auch eine Stärke von 6. Das heißt, hier hätten wir unentschieden und auch in dem Fall würde einfach die Kontrolle über die Stützpunkte wieder zurückwandern und keiner würde sie jetzt kontrollieren. Und dann könnte ich jetzt eben noch diese Karte spielen. Das ist meine Drohnenkarte. Davon hat mein Mitspieler auch eine im Deck. Ne, er hat dann diese Karte in seinem Deck. Das heißt, ich kontrolliere diese Drohne hier, er kontrolliert diese Drohne, aber auch nur am Anfang, weil wir diese Karten im Deck haben. Ihr seht das ja schon, hier gibt es zum Beispiel auch diese Karte, ne, das ist ja die Drohne, die mein Mitspieler in seinem Deck hat. Und wenn ich mir später dann eben auch jetzt diese Karte hier kaufe, ne, auch wenn ich die Karte hier nicht in meinem Deck habe, ich kann die Karte aufspielen und kann eben auch jetzt diese Drohne hier bewegen und sogar mit plus 2, also ich kann sie weiter bewegen. Ne, in meinem Fall jetzt, wenn ich jetzt dran bin, ich würde zweite Karte, meine Drohnenkarte spielen, dann könnte ich eben auch diese Drohne hier nehmen, die heißt Draco, dürfte sie zwei Felder weit bewegen, also zum Beispiel 1, 2 oder 1, 2 oder 1, 2, wo auch immer hin. In dem Fall würde ich vielleicht sagen 1, 2 hierhin, dass sie auch hier in diesem Gebiet ist. Und das ist halt so eine Killer-Drohne, die kann gegnerische Einheiten rausnehmen. Das heißt, damit könnte ich jetzt diese Einheit hier rausnuken. Die würde dann zurück in den Vorrat des Spielers kommen und er würde dann dafür hier so ein Boost-Candy-Token bekommen. Ne? Die sehen so aus und auf der Rückseite sind immer noch mal Aktionen drauf, die er dann später mit einer Karte zusammen spielen kann, um diese Aktion auf die Karte zu bringen und damit einfach eine Aktion mehr zur Verfügung zu haben. Ich würde dann dafür direkt einen Siegpunkt bekommen und jetzt hätte ich ja hier wieder mehr Figuren, also ne, eine höhere Stärke als er. Das heißt, ich würde sofort wieder die Kontrolle darüber übernehmen, aber das wäre jetzt natürlich auch nur so semi-gut, weil ich jetzt natürlich am Ende der zweiten Phase meines zweiten Zuges, wird ja gescheckt, ne, habe ich hier irgendwo zwei Kontrollmarker, um diese Fähigkeit aufdecken zu können, habe ich nicht.
Also kann ich da erst nächste Runde was freischalten. Und die Fähigkeiten möchte man in der Regel schon so früh wie möglich haben. Aber auch die, ich meine, das Grün hier werdet ihr jetzt schlecht sehen können, aber ne, auch da ist es halt so, die sind nicht alle gleich gut, nicht gleich toll für die Situation, für die jeweiligen Ziele. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken, welche von diesen Zielen ne, sind interessant, welche sind für die Kartenkombination, für meine Strategie wichtig. Und dann eben auch überlegen, schaffe ich es, die freizuschalten? Liegen die Stützpunkte hier so günstig, dass man da zügig hinkommt? Also alles interessante strategische Entscheidung, die man treffen muss. Ich sollte die doch immer wieder passend zurücklegen. Ne, habe ich jetzt nicht geschafft. Vielleicht spielt mein Mitspieler einfach nächste Runde dann seine Drohnenkarte und könnte damit jetzt eben diese Drohne auch wieder zwei Felder hier reinbewegen. Das ist so eine Transportdrohne. Damit kann er jetzt halt bis zu zwei Einheiten irgendwo hinbewegen. Zum Beispiel hier oben hin auf dieses Stockwerk. Ne, das ist so der zweite Stock. Übernimmt damit die Kontrolle über diesen grünen Außenposten. Und dann kann er vielleicht noch auch so eine Bewegungskarte spielen. Und dann dürfte er jetzt eben zum Beispiel alle Einheiten hier rausziehen. Ne, rausziehen geht immer und könnte halt sagen, 1, 2, bewegt er die halt dahin und jetzt hat er doch hier die Kontrolle übernommen, hat also zwei grüne Marker, würde also seine grüne Spezialfähigkeit freischalten und hat ja auch noch diese beiden Stützpunkte jetzt unter Kontrolle, weil er hier einfach eine Einheit hat und nicht keine, würde also auch diese Kontrollmarker bekommen, was natürlich super gut wäre, wenn wir in Runde 1 eben das Ziel hätten, kontrolliere irgendwelche Stützpunkte. Also wenn das hier liegen würde, ne, kontrolliere in Runde 1 grüne Stützpunkte, würde es dafür jetzt einfach 6 Punkte geben. Ich würde jetzt entweder für ein Bauwerk, das ich gebaut habe, nur 2 Punkte bekommen oder für einen grünen Stützpunkt, den ich kontrolliere, 3 Punkte, habe also schon mal weniger Punkte als mein Mitspieler. Und da könnte man jetzt auch denken, dass das wieder so schachmäßig ist, dass ich genau das kontern muss, was mein Mitspieler macht. Und es gibt eben immer 2 Ziele zur Auswahl. Man kann eben auch schon spätere Fortschritte vorbereiten, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man mal weiter hinten ist. Vielleicht habe ich hier auch eine Spezialfähigkeit, wie ich jetzt zum Beispiel hier, wo ich einfach immer, wenn ich eine Karte kaufe, einen Punkt bekomme. Und vielleicht sage ich dann, okay, ne, hier gibt es jetzt so 4, 5 Punkte in einer Runde. Ich gehe da vielleicht gar nicht so sehr drauf. Ich kümmere mich vielleicht lieber um Ressourcen und kaufe dann Karten und hole mir hier jetzt so Karten, die 4 Punkte bringen. Und ne, habe dadurch dann irgendwie mehr Punkte gemacht. Aber möchte natürlich auch meinen Mitspieler das Ganze nicht kampflos hier überlassen. Weil wenn ich da so gar nicht drauf achte, dann bringt er sich halt in Position mit hoffentlich wenig Aufwand und versucht dann auch Ressourcen zu bekommen, sich auch die Karten zu holen. Weil diese Ziele muss man immer im Blick behalten. Die sind nicht unwichtig, aber muss manchmal gucken, ist es mir so viel wert, da richtig viele Punkte für zu bekommen? Oder sage ich halt in dem Fall hier, dass ich hier nicht das Kontrollziel nehme, sondern das Ziel, wo ich nur präsent sein muss, wo ich nur einer da stehen haben muss und kriege dafür weniger Punkte. Aber ich kann nebenbei hier noch Karten kaufen, mit denen ich dann eben auch meine Kartenhand verbessere, mehr Punkte bekomme. Es gibt halt durchaus mehr Möglichkeiten, als man vielleicht in den ersten Partien denkt. Wenn die Ziele jetzt vielleicht wirklich so gelegen haben, dann würde ich jetzt halt überlegen, möchte ich halt in diese Ressourcen investieren, dafür Punkte bekommen oder lieber gleich bauen. Ich könnte jetzt, da ich zweimal, ich kann leider nicht nochmal looten, ne, deswegen hätte ich jetzt schon schlecht gespielt, weil cool wäre natürlich einfach jetzt zu sagen, okay, ich baue hier mit dieser Karte so einen Fahrstuhl hier hin, bewege mich direkt danach einmal hoch und würde dann diese Karte hier spielen, ne, mit der ich 2 Ressourcen looten kann, bekomme dann diese beiden Ressourcen und es ist ja jetzt für mich egal, ob ich hierfür 4 Punkte bekomme, weil ich 2 Ressourcen habe, oder ob ich hierfür 4 Punkte bekomme, weil ich 2-mal gebaut habe, mache ich aber natürlich das und kann das damit kombinieren, dass ich mir diese Ressourcen hier nehmen kann, was ich vielleicht hätte tun sollen, statt die Karte hier zu spielen, dann würde ich jetzt hier genau gleich 4 Punkte für bekommen, hätte aber auch schon gleich 2 Bauwerke gebaut und hätte halt noch Ressourcen, die ich dann später einsetzen kann, um mir zum Beispiel geilere Karten zu holen mit noch mehr Optionen, hier zum Beispiel eine Fähigkeit nochmal nutzen zu können von der Karte, die ich schon ausgespielt habe, richtig gut oder halt andere Dinge besser zu machen, irgendwie looten und dabei vielleicht gleich Ressourcen umtauschen und nochmal Ressourcen in das Gebiet legen zu können, weil die Ressourcen sind halt irgendwann auch weg, Postapokalypse, da wächst nicht ständig was nach. Und das wäre natürlich ein cooler Move, aber ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil meine Fraktion nicht so viel sammeln kann. Ich könnte das so machen und hier schon mal hingehen und das irgendwie vorbereiten, um die Ressourcen trotzdem zu haben. Aber natürlich würde ich, also ich sollte nicht erst jetzt anfangen zu planen, was ich mache, aber ich würde jetzt in der Situation natürlich trotzdem nochmal gucken, dass ich das hier irgendwie alles nicht mache, sondern wie schaffe ich es, eines von diesen Zielen hier zu erfüllen. An Ressourcen würde ich jetzt nicht mehr rankommen, weil ich schlecht gespielt habe. Also würde ich wirklich einfach nochmal bauen und ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Das heißt, ich würde sagen, okay, ich möchte das hier gerne vorbereiten, ich möchte jetzt hier das hinlegen und dann kann ich halt auch überlegen, möchte ich hier noch wen spawnen, möchte ich jetzt den hier bewegen oder möchte ich vielleicht hier eine Ressource sammeln? Würde ich natürlich wieder gucken, gibt es hier Karten, die mir direkt nächste Runde irgendwas bringen oder sage ich einfach, komm, ich gehe hier mal hoch, hoffe, dass mein Mitspieler hier nichts wegnimmt
Und dann wäre das halt die eine Aktion. Und ich habe jetzt hier schon an Punkten alles rausgeholt, was ich rausholen kann. Also kann ich natürlich sagen, okay, ich möchte die nächste Runde ein bisschen besser vorbereiten. Spiele jetzt hier diese Karte, mit der ich einfach nochmal neue Leute ins Spiel bringen kann. Und dann, ne, stelle ich die zum Beispiel hier hin, weil hier in der Region habe ich ja ein Zelt, was einfach heißt, dass ich mich hier in diese Region, wo es Ressourcen gibt, ausbreiten kann, dass ich vielleicht an die Ressourcen wieder rankommen kann. Aber wenn wir später vielleicht auch irgendwie rote Stützpunkte haben wollen oder da sein wollen oder da vielleicht auch einfach die Mehrheiten haben wollen, um die Technologie freizuschalten, das ist hier jetzt gar nicht so einfach, weil hier kommt man echt nicht so einfach hoch. Da muss ich ja erst einen Fahrstuhl bauen, hochlaufen, die Sache einsammeln. Hier auch, hier muss ich einen Fahrstuhl bauen, hochlaufen, einen Fahrstuhl bauen, runterlaufen, einsammeln, wieder weggehen. Das ist halt schon super aufwendig. Da muss ich immer abwägen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und versuche stattdessen irgendwie meine Punkte anders zu machen. Jetzt wäre ich ja durch mit meiner Runde, ne? In jedem Zug zwei Aktionen gespielt. Und wie ja eben schon gesagt, ich würde jetzt werten, ich würde jetzt die Ziele werten. Das Gute ist, diese Gebäude kann mir eh keiner wegnehmen, deswegen ist das in dem Fall egal. Aber ne, angenommen, das wäre irgendwie so. Und ich würde jetzt irgendwie hier sein und wir hätten hier irgendwie das Ziel, kontrolliere blaue Stützpunkte. Dann könnte ich eben einfach sagen, hey, ich möchte jetzt in der Runde, wir sind gerade in Runde 1, dieses Ziel werden. Ich kontrolliere diesen blauen Stützpunkt, ich kontrolliere den. Der hier ist halt super weit weg, aber das ist jetzt in der Partie natürlich einfach so zufällig aufgebaut. Die hätten auch viel enger beisammen liegen können. Und dann kriege ich dafür jetzt eben einfach 6 Punkte und gehe die dann hier eben voran und guckt dann natürlich, was macht mein Mitspieler? Schafft er es mir, die noch wegzunehmen? Ich gehe mal davon aus, dass er das hier nicht schafft. Also, ne, wird er hier vielleicht noch reinkommen, um dafür 2 Punkte zu bekommen? Oder er baut auch nochmal, aber andere Fraktionen können nur einmal pro Runde bauen. Man muss sich dann schon am Anfang der Partie halt überlegen, was möchte ich machen? Wie ist das Board aufgebaut? Wo liegen die Stützpunkte? Wie passt das zu den Zielen? Wie passt das zu meinen Upgrade-Fähigkeiten? Was kann meine Fraktion? Gibt es hier vielleicht Karten, die auch gleich am Anfang schon reizvoll sind? Und auch wenn sie mir vielleicht in der ersten Runde nichts bringen und ich dann in der ersten Runde vielleicht dadurch, dass ich mir eine tolle Karte gekauft habe, ich hier 2, 3, 4 Punkte hinten bin. Wenn das dazu geführt hat, dass ich mir diese Karte hier geholt habe, mit der ich einfach eine Aktionskarte nochmal auslösen kann, ist das halt schon mal super toll, weil damit könnte ich nochmal eine Drohne aktivieren. Wenn ich später hier so eine Schwarzmarktkarte habe, wo ich dann vielleicht einfach auch so nochmal bauen kann, ein Zelt bauen kann, zweimal sammeln, ne? Oder hier könnte ich dann dreimal laufen. Auf den meisten Karten geht das nur zweimal oder es gibt hier noch ganz andere Karten, wo man dann zum Beispiel, ne, auch hier sowas machen kann. Oder die hier, die ist halt super flexibel, weil da kann ich ja halt dreimal mir überlegen, möchte ich laufen, sammeln oder bin spawnen, möchte ich laufen, sammeln oder bin spawnen, möchte ich laufen, sammeln oder bin spawnen. Das macht einen natürlich super flexibel, deswegen sollte man diese Schwarzmarktkarten auf jeden Fall auch immer im Blick haben. So, das war jetzt einmal exemplarisch, so eine Beispielrunde. Natürlich nicht genau in die Tiefe. Ich habe nicht alles 100% genau gemacht und wirklich taktisch alles durchgegangen. Ich habe euch einfach nur gezeigt, welche Möglichkeiten gibt es. Habe versucht, euch auch zu erklären, worüber man nachdenkt, wo die Synergien sind, wo die Verzahnungen sind und worauf man eben achten möchte. Das wirklich Schöne ist eben immer, es geht auch nicht nur um diese Ziele hier. Man muss eben immer einen guten Mix finden aus, welche Karten brauche ich, wo bereite ich mich vor, wie schaffe ich es, meine Upgrades freizuschalten. Ne, vielleicht gibt es hier auch ein Ziel, dass vielleicht irgendwie die blauen Stützpunkte gerade richtig viele Punkte bringen, die liegen aber gar nicht so günstig oder so halb gut, aber irgendwie, ne, an die grünen Stützpunkte komme ich ein bisschen schwerer ran. Die Fähigkeit möchte ich aber gleich gerne so schnell wie möglich freischalten und dann gehe ich natürlich eher da drauf, verschenke hier Punkte, hole dadurch vielleicht hinten raus über diese Fähigkeiten Punkte. Oder ich sage eben hier, diese Karten sind auch gut für mich, deswegen verzichte ich hier auf Punkte. Ideal ist natürlich, wenn beides klappt, würde man das komplett alleine spielen, würde das sicher funktionieren. Es spielen halt immer noch 1 bis 3 andere Personen mit und dann werden die einem immer einen Strich durch die Rechnung machen. Aber man hat ja auch schon immer Ideen, gerade mit mehr Spielerfahrung, was sie so für Möglichkeiten haben und kann sich dann da auch so ein bisschen drauf einstellen. Was man auf jeden Fall wissen muss, diese Boards hier, ne, ich versuche die hier mal, okay, hier sind sie jetzt sehr groß, aber ne, man sieht das hier eben auch so ein bisschen drauf, die sind halt eben, ne, einfach so Double oder sogar Triple Layer, die muss man selbst zusammenkleben. Da sind so Sticker bei, die man da drunter klebt, die man dann da drauf klebt, da ist man schon lange mit beschäftigt, die halten echt gut, also die kriegt man. Also wenn man will, kriegt man sie runter, aber aus Versehen wird man die nicht runterreißen. Aber bis man halt alle Player, also ich habe, glaube ich, eine ganze Folge von der neuen Game of Thrones Serie geguckt, während ich das zusammengebaut habe. Das ist ein bisschen nervig. Man würde sich wünschen, dass es schon mal pre-assembled ist, aber ist es halt nicht. Muss man halt die Zeit investieren. Es gibt genug andere Spiele, wo allein der Spielaufbau, bis ich weiß, was welche Komponenten bedeuten, ähnlich lange dauert. Also das muss man in Kauf nehmen. Aber ansonsten Artwork, Materialqualität echt gut. Es ist jetzt eben die Meeple-Version und die Meeple sind eben durchaus schick, wenn man sich die hier mal anguckt. Die sind auch immer so ein bisschen unterschiedlich.
Ne, auch hier die Drohnen. In der Kickstarter-Version gab es da Miniaturen für. Und klar könnte man auch sagen, mit Miniaturen wäre das Ganze natürlich schöner, stimmt. Mir persönlich reichen da diese Meeple absolut. Ne? Sonst kann man irgendwie gucken, ob man die Kickstarter-Version davon bekommt. Aber das passt schon alles. Die Kartenqualität ist auf jeden Fall gut. Das Artwork mag ich sehr gerne. Das Thema fühlt man jetzt nicht so 100% in jeder Phase des Spiels. Aber dieses verschneite Setting Postapokalypse mag ich schon. Allein, dass es da ist, dass ich das im Hinterkopf habe. Das macht bei mir schon mal viel aus, dass ich auch mit diesen Drohnen dann rumfliege, mich um diese Ressourcen kümmere, irgendwie diese Außenposten kontrollieren möchte. Das passt schon, wie gesagt, das Thema eher auf der dünnen Seite, aber gut, der Autor ist ja auch nun einfach mal ein Eurogame-Designer und das fühlt sich gar nicht so 100% nach einem Eurogame an. Also wenn man da jetzt so an so ein Stefan Feld oder Uwe Rosenberg-Design denkt, das ist das hier nicht. Das ist schon Area Control, aber eben auch irgendwie, und auch so Dudes on the Map, aber eben auch einfach Mehrheiten in bestimmten Gebieten haben. Man kann, wie gesagt, echt, also ich habe jetzt die Fraktion, die hat mit dieser Drohne einmal pro Runde in der Regel einmal wen rausnehmen kann, der dafür noch eine Belohnung bekommt, wo er halt eine Aktion später besser machen kann. Und das erwartet man erstmal nicht bei so einem Spiel, weil Area Control Spiele oftmals so sind, dass man irgendwie Dinge verliert. Hier verliert man halt in der Regel Mehrheiten. Und auch das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Kniff. Die Fraktionen spielen sich alle leicht unterschiedlich, die haben halt leicht unterschiedliche Kartendecks. Das ist jetzt nicht so die krasse Asymmetrie. Die Anführer sind auch immer ein bisschen verschieden. Da gibt es halt den hier, der mal +3 Kampfstärke hat, was halt auch für Mehrheiten und Leute an der Bewegung hindern echt ganz gut ist. Der andere Charakter, den wir vorhin gespielt haben, da durfte einfach, wenn die Anführerin dabei war, man Mehrheiten komplett ignorieren. Hier die gute Aria, die hat zum Beispiel als Fähigkeit, dass sie eben einfach Gebäude hochklettern kann. Dafür braucht sie dann keinen Fahrstuhl oder so, der muss nicht gebaut werden. Sie kann einfach mit einer Aktion hochgehen, mit einer Aktion sammeln und mit der nächsten Aktion wieder runtergehen. Das macht sie natürlich super flexibel. Und hier der gute Abraham, der ist halt auch ganz gut, weil der kann immer, wenn er irgendwo in der Region ist und sammelt, einfach noch eine Ressource mehr einsammeln. Das macht ihn natürlich auch super wertvoll. Gott sei Dank sind selten irgendwo 3 von diesen Energieressourcen, aber von den normalen Technologien, die hier rumliegen, können halt schon manchmal durchaus mehrere in einer Region sein. So, jetzt habt ihr einmal das Wesentliche zu dem Spiel gesehen und ihr merkt vielleicht, ich bin da sehr angetan von, sehr begeistert, mir macht das sehr viel Spaß. Flo hat sich das auch schon ausgeliehen, ein paar Partien gespielt, auch primär zu zweit. Er sagt, von Partie zu Partie findet er es noch besser, man sieht noch mehr Möglichkeiten, man sieht hier dann halt vielleicht Probleme einfach durch die Zielkarten, die gar nicht irgendwie zu der Auslage passen und er sagt, man sucht dann einfach noch nach Möglichkeiten, wenn man denkt, geht nicht, irgendwie kriegt man das manchmal doch hin oder nicht, dann muss man sich einfach damit arrangieren, also da steckt schon sehr viel Potenzial drin, wie gesagt, ich bin super neugierig darauf, das mit mehr Personen zu spielen, ich glaube, dass es auch eine gute Erfahrung wird, ich habe das aber auch in der Erstpartie mit einem Mitspieler gespielt, der null Spaß an dem Spiel hatte. Da haben wir es halt wirklich auch so auf Schachlevel gespielt und auch noch gedacht, man muss sich hier mal so ausgleichen, haben auch versucht, immer alles irgendwie durchzuplanen und das hat schon zu sehr vielen Frustmomenten geführt, zu sehr viel Grübeleien. Ich hatte halt irgendwie Fraktionen, wo wir gedacht haben, okay, die Fähigkeiten sind schon super easy und ich konnte die auch gut nutzen und habe da eben dann auch die Partie durchaus gewonnen. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Spielerfahrung und auch mit noch mehr offenen Augen für andere Sachen kann man da auf jeden Fall mehr rausholen. Aber es ist vielleicht auch nicht zwingend ein Spiel für jeden. Wenn man da irgendwie über seine ganzen Optionen nachdenkt und feststellt so, ja, ich komme da nicht ran, er kann irgendwie mehr Punkte machen, dann kann das schon frustrierend sein. Das muss nicht zwingend für jeden Spielertypen was sein. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt auch nochmal spielen, vielleicht auch nochmal mit einer anderen Map oder so, oder vielleicht auch mal zu dritt, wo nochmal vielleicht eine ganz andere Dynamik und Interaktionen reinkommt oder man vielleicht auch mal eine Variante ausprobiert, wo man vielleicht nur eine Reihe an Zielen hat oder wo man irgendwelche anderen Elemente im Spiel ändert. Da gibt es halt im Regelbuch super viele Ideen, wie man noch das Spiel einfach anpassen kann, dass es vielleicht noch besser zu einem Geschmack passt. Aber wie gesagt, nicht jedes Spiel gefällt jedem. Ich war hier neugierig drauf, ich hatte Bock drauf, als ich es auf dem Tisch hatte, mir durchgelesen habe, wie es funktioniert, dachte ich erstmal, okay, das ist irgendwie ganz anders, als ich es mir erwartet habe, als ich es mir vorgestellt habe, hatte dann auch diese durchaus stressigen ersten Partien, wo ich aber schon irgendwie dachte, okay, bei mir lief das irgendwie gut, vielleicht mag ich das Spiel deswegen, aber irgendwie macht das nichts, wenn ich mal denke, ich komme nicht voran, ich gucke da einfach, ob ich irgendwie hinten raus doch gewinne und wenn nicht, mein Gott, das Spiel dauert, wenn man zu zweit spielt, beide können das eine Stunde, dann spielt man es dann einfach danach direkt nochmal und ich habe mich dann da reingefuchst, habe es eben auch gleich nochmal im Flo gespielt, konnte eben das in der zweiten oder in der dritten Partie für mich dann eben auch gleich gut erklären, wir konnten es gleich für sie spielen, haben es auch direkt zweimal im Stück gespielt, ich habe es jetzt eben heute Abend nochmal wieder gespielt, habe die Partie sogar verloren, obwohl ich es einem neuen Mitspieler komplett erklärt habe. Ich hoffe, dass es einfach ein Zeichen dafür war, dass ich gut erklärt habe und er deswegen schnell kompetitiv mitspielen konnte und nicht, dass ich einfach nur schlecht gespielt habe. Das weiß man natürlich nie, aber trotzdem hatte ich auch an der Partie wieder Spaß, habe meine Fehler gesehen, habe gewusst, okay, da ich irgendwie ein, zwei Sachen anders machen können, aber es ist eben auch nicht so, dass der Weg komplett vorgezeichnet ist von Anfang an und ich genau weiß, okay, die eine Sache hätte ich anders machen müssen, dann hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Es gibt hier genug Stellschrauben,
Stellschrauben, die man irgendwie drehen kann, wo man halt gute Entscheidungen treffen kann oder schlechte Entscheidungen treffen kann. Man lernt dann hoffentlich für die nächste Partie, wo man besser abschneidet. Und das war es dann einmal von Di und mir. Schaut mal auf meinem Kanal, da wird sicher ein Live-Let's Play zu geben. Und falls nicht, wird da sicherlich bald noch mal eins zu kommen, wenn ich es eben auch mit Leuten spiele, die das schon kennen und wir einfach gut flüssig eine Partie runterspielen können. Sagt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn es irgendwas daran gibt, was euch jetzt irgendwie so angemacht hat. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne ins nächste Video. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonnieren. Das ist auch wichtig, weil ich rede durchaus manchmal schnell, gerade wenn ich begeistert bin. Mit der Zeit, wenn man mehr Videos guckt, hört man sich hoffentlich schon ein. Ansonsten kann man bei YouTube ja auch die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr euch das Spiel holt und ihr denkt, es ist das für euch, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ich sage bis bald und tschüss.